Lotus im Fokus, präsentiert von Barius Maumann. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Lotus im Fokus. Wir sind schon mittlerweile bei Folge 4 und es ist richtig viel passiert. Und kommen wir zur ersten Begegnung. Wir haben natürlich wieder eine Zusammenfassung der wohl spannendsten Partie, die wir diese Woche hatten, nämlich BCQT gegen die Maga, und das waren richtig lange Matches. Nick Jickelson hat trotzdem versucht, alles so kompakt wie möglich zu halten, und viel Spaß beim Reinschauen. Die erste Map startet direkt mit dem altbekannten Reaper Harassment. Die Maga wirkt etwas unkonzentriert, er verliert zwei Drohnen, obwohl Linge und Queens schon das Spielfeld betreten haben. Das kann er auf jeden Fall besser. Dann bei Minute 4 die Helen schon verdutzt, warum ist da noch keine dritte Base von die Maga? Ja, er öffnet zwei Base Mutas, wie wir schon öfter von ihm gesehen haben. Und BCQT will das bestrafen, denn eigentlich ist 2 Base Muta ein sehr greediges Opening. Und im Normalfall hat der Zerg wenig Einheiten. Deshalb setzt Beastie zum 2 Base Timing an, aber die Maga wehrt den Push gekonnt ab. Jetzt hat Beastie ein Problem, die Mutas halten einen Teil seiner Armee in der Main Base. Und die nächsten Pushes von BCQT werden komplett vernichtet. Die Maga sniped jetzt eine CC nach der anderen, nur bei den Planetaries, da sollte er wohl noch etwas üben. Trotzdem, der Eco-Schaden ist gemacht, die Maga gewinnt das Spiel mit einer viel größeren Armee. Oh, was ist das für eine Musik? Ich glaube, wird Zeit für einen Gastbeitrag von R3Z. Ja, der Map-Rap der Woche. BCQT gegen die Maga, Map 2, ja. Beastie Proxy Dreeper denkt sich Makro-Game nie wieder. Die Maga spielt hier doch sowieso nicht selbe Liga. Beastie fängt an, Linge zu kiten. Die Maga will sich beweisen, er tut sein Bestes, weil's eine wichtige Map ist. Er tut alles, um den Cheese zu defenden. Aber Beastie QT will das Spiel schnell beenden. Er wirft Granaten und die Drohnen fliegen hoch. Die Drohnen haben zwar Spaß, aber die Maga findet's doof. Dazu kommt ein Bunker, ist der Nagel im Sarg. Beastie gleicht aus, war wohl nicht die Magas Tag. Und das war's doch schon mit dem Map-Rap der Woche. Für eine lange Map hatte ich leider keinen Bock, ey. Auf der dritten Map passiert ewig lange nicht wirklich was. Beastie QT entscheidet sich, Mech zu spielen, während die Maga die ganze Map zuäxt. Als Beastie dann zum Push ansetzt, treffen eine Hydra Roach Muta Composition auf fast nur Cyclones. Trotzdem gewinnen die Cyclones. Daraufhin versucht die Maga Fungals mit in die Armee zu mischen, denn Cyclones, die stehen bleiben, sind nur halb so gut. Trotzdem gewinnen die Cyclones. Dann probiert die Maga mit Vipern einzelne Cyclones aus der Armee zu joinken. Trotzdem gewinnen die Cyclones. Am Ende schafft es dann die Maga, 40 Mutas an den Start zu bringen. Trotzdem gewinnen die Cyclones. Man könnte sagen, hier macht sich ein Trend bemerkbar. Na sowas, schon wieder Proxy Rex. Das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Mal schauen, ob die Strat hier das Match beenden kann. Erneut wird mit einem Bunker versucht, das Ding festzumachen. Aber diesmal schafft die Maga es, den bauenden SCV zu snipen. Er schafft es, am Leben zu bleiben, bis Speed fertig ist und fängt dann an, die Reaper anzugehen. Doch Legacy of the Void Reaper sollten nicht unterschätzt werden. In Heart of a Swarm wäre in diesem Fight wohl kaum ein Ling gefallen. Und jetzt schaut euch mal an, was diese Granaten anrichten. Trotzdem schafft es BCQT nicht rechtzeitig, seine Natural zu wallen. Da die Gebäude so lange in der Luft rumflogen, hat auch keine entsprechende Armee am Start. Und die Linge in seiner Natural gleichen aus zum 2:2. Die alles entscheidende letzte Map vertraut BCQT wieder auf Cyclones. Doch die Maga nutzt die immobile Mech-Armee aus und äxt die gesamte rechte Seite der Map zu. Also obwohl BCQT mit Abstand die besseren Trades eingeht, hat die Maga einen so großen Eco-Vorteil, dass die ganze Map ein spannendes Hin und Her ist. Doch dann, ein entscheidender Moment des Spiels, BCQT nimmt die Maga südliche Basen aus dem Spiel, er schafft es sich ans obere Ende der Rampe zu retten, und weil Ultras richtig fette, pumpige Viecher sind, kann die Maga dort auf keinen Fall engagen.
Die Maga macht das einzig Logische, er rennt zur anderen Seite der Map und nimmt ebenfalls alle Basen von Beastie Cutie aus dem Spiel. Heraus kommt ein Low-Economy-Game, bei dem jeder Trade Gold wert ist. Die Maga wird dadurch zur größten Fehlentscheidung des Spiels gebracht. In Heart of a Swarm waren Swarmhosts die Einheit, die am effektivsten getradet hat. Und damals wären Swarmhosts wohl auch die richtige Wahl in der Situation gewesen. Doch mittlerweile sind sie eben eher eine Harassment-Unit als eine Core-Unit. Und man sieht, dass so gut wie nie eine Einheit durch die Swarmhosts fällt, obwohl die Maga sein ganzes Geld in die Viecher reingesteckt hat. Beastie Cutie gewinnt eine super spannende 40-Minuten-Partie, die ihr euch am besten nochmal in voller Länge auf unserem YouTube-Channel Take the Four Watts gönnt. Viel Spaß beim Zuschauen, Beastie Cutie gewinnt die Series mit einem spannenden 3:2. Tja, wow, was für eine Series mit dem wohl längsten Game, das wir bis jetzt in der Lotus-Liga hatten. Also Game 5, 40 Minuten lang, kann ich nur jedem TVZ-Fan empfehlen. So, das war die Zusammenfassung mit dem Highlight-Match der Woche. Gucken wir mal auf die Tabelle. Was hat sich denn... Ah, nee. Professionell. Gucken wir zuerst die anderen Begegnungen an, die es diese Woche so gab. Dort hätten wir anfangs den neu eingestiegenen Top gegen das Urgestein Beastie Cutie in unserer Liga. 3:1 für Beastie Cutie. Dann Alicia schlägt Targa mit einem 3:0. Dann schlägt Mana aber Alicia mit einem 3:0. Lambo gewinnt gegen Hart mit einem 3:2. Semper unterliegt Nurture mit einem 0:3. Die Maga besiegt Hart mit einem 3:2. Und wieder mal zeigt die Maga, dass er hervorragendes ZVT drauf hat. Hack besiegt Yuxi mit einem 3:2. Lambo, unser ESL-Meisterschaftschampion, unterliegt Mana mit einem 1:3. Semper besiegt solide Stefano mit einem 3:0. Dann Nurture gegen Patience mit einem 3:0. Beastie Cutie, wie wir es gerade schon gesehen haben, besiegt die Maga in einer super knappen Series mit einem 3:2. Dann Hastem, was ist da los? Wo ist hier auf Hastem? 0:3 verliert er gegen den neu eingestiegenen Night End. Lambo rächt sich aber, rächt den Deutschen, gewinnt 3:0 gegen Night End. Und die letzte Partie, Nurture besiegt Beastie Cutie mit einem 3:2. Und da würde ich mir auch mal das UD gönnen, denn die beiden haben sich so richtig tot geflamed. Das war sehr schmackhaft auf jeden Fall und ist für den einen oder anderen Lacher gut. Und ja, das waren die Begegnungen für diese Woche. Jetzt schauen wir, wie so der Zwischenstand auf der Tabelle mittlerweile ist. Denn da hat sich wieder viel getan. Wir sehen nämlich ein Foreigner an der Spitze der Tabelle mit einem 6:1. Also 6:1 Stats hier für Nurture. Beastie Cutie, sein Erzrivale und Nemesis an zweiter Stelle mit einem 5:3 Score. Aber man darf nicht vergessen, die Koreaner, die haben da immer noch ein Wörtchen mitzumischen. Denn einige bleiben natürlich ungeschlagen. Und hier sehen wir auch den Club der ungeschlagenen, unfairen Hustler. Der Chu mit einem 4:0, Parting mit einem 3:0 und Hack mit einem 3:0. Also diese Leute erwarten noch, ja, vielleicht erwarten sie auch nicht ihre erste Niederlage. Spätestens, wenn sie dann gegeneinander spielen, also unentschieden gibt's nicht. Aber bislang einfach eine, ja, krasse Leistung von den drei. Auch ich denke, dass nicht viele damit gerechnet hätten, dass Hack hier mit einem 3:0 in die Liga startet. Tja, jetzt wäre ja Play der Woche Zeit. Ich habe mich diesmal dafür entschieden, ein Play der Woche zu nehmen, das zwar nicht in unserer Lotus-Liga stattfand, aber trotzdem ist es ein Play, das auf jeden Fall sich in die Gedanken einbrennt und ihr heute Nacht davon träumen werdet. Und das Ganze wird kommentiert von dem einzig wahren Silvanen Bovu, also schauen wir mal rein, was der dazu zu sagen hat. Parasitenbomber können sie natürlich, so Dark Blinding Cloud und Parasitic Bomb. Bum, 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 Freunde, ja, wenn die 100 Energie haben und die können zwei Parasiten bomben, dann hast du keinen Spaß mehr. Dann hast du als Mutter keinen Spaß mehr, auch wenn es 45 Mutter sind. Der muss einfach nur Mass-Parasitenbombe casten und dann direkt in den Fight gehen, so gut es geht halt. Oh, 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 boah, boah, alle Mutters gleichzeitig explodieren, 45 Stück, yeah, ins Gesicht, scheiße, das muss so aussehen, kein Mutter mehr da. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? LOL, you knew it! Ja, so sieht's aus. Parasitenbombe auf jeden Fall
guter Spell, würde ich sagen. Mars Mutas im ZOZ vielleicht nicht mehr ganz so spielbar wie ursprünglich, aber ja, war auf jeden Fall ein exciting Moment. Ich hoffe, ihr stimmt mir dazu. Und in dem Fall wäre ich schon am Ende mit den Updates aus unserer Lotus-Liga. Sind natürlich noch richtig viele andere spannende Matches gewesen, aber ich schaffe es immer so höchstens ein oder zwei zusammenzufassen. Und den Rest, den müsst ihr dann eben auf unserem Channel TakeTV VODs anschauen. Da findet ihr jedes Match, das in der Liga gespielt wurde. Und dort würde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Tja, das war's mit der Folge. Mein Name ist Barius Maumann nach wie vor. Und ich freue mich auf nächste Woche. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, ich freue mich auf jeden Kommentar, schreibt Feedback in die Kommentare und so. Und das war's für diese Woche. Professionelle Abmoderation. Bis bald. Wow.